Hallo und willkommen zurück zu Craft the World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben es uns ganz gemütlich gemacht. Momentan zumindest. Und jetzt gucken wir natürlich, dass wir unsere Verteidigung auch ein bisschen auf ein angemessenes Niveau gehoben bekommen. Ich würde aber sagen, diese die möchte ich eigentlich auch nicht abreißen. Schauen wir mal. Was haben wir denn noch alles in Fertigung? Steinmauern, aber nicht mehr so viele. Natürlich, wir warten gerade darauf, dass die neuen Türme gefertigt werden. Ach, unwichtig sowas. Stahlaxt, Stahlspitzhacke. Wenn wir die Sachen schon haben, können wir die natürlich auch ausrüsten. Holzstab. Wir haben, glaube ich, keinen Magier bis jetzt. Hier, du bist Koch. Gratuliere, jetzt bist du nicht nur Koch, du bist auch Magier. Haben nicht rein zufällig. Okay, ein Buch des Kriegers hätten wir, Buch des Schwimmers, aber kein Buch des Magiers. Gut, daran sparen wir jetzt erstmal ein bisschen. Die werden gerade geschmiedet werden die, okay. Hier oben wächst alles. Oh ja, stimmt. Man hat mir mitgeteilt, wir müssen Viecher einfangen, um... in der Farm was anfangen zu können. Das heißt, Fallen. Okay, machen sicherheitshalber direkt mehrere. Viele Seile haben wir. Okay, Seile haben wir genug. Holz müssten wir auch genug haben. Blätter haben wir definitiv genug. Und Getreide. Gut. Das sollte uns schon mal irgendwo hinbringen. Magie haben wir noch über. Das ist die Frage. Lieber nach links oder lieber nach rechts vorbereiten. Gut. Ich ziehe die schon mal in die Leiste, dann sehen wir wenigstens. Oh, der nächste Stufenaufstieg ist gar nicht so weit weg. Dann macht es vielleicht Sinn, unsere Magie wieder ein bisschen zu verbraten. Wie viel brauchen wir noch? Oh, das ist so gut wie gar nichts.
drüben aus. Okay, Mehl wird hergestellt. Um solche kleinen Gegner Sorgen machen würden. Ein Portal hier rüber. Und bitte ein, zwei Fallen hier aufbauen. Die nächsten zwei bauen wir natürlich hier drüben auf. Fangen. Er packt es in einen dicken Sack, ja. Okay. Wenn wir die Farm hier oben nämlich erweitern, okay, wir müssen eine Schere dafür bauen. Das sollten wir aber hinkriegen. Ausrüstung. Da, Schere. Und dann haben wir nämlich eine endlose Wollquelle. Kommt, erledigt dieses eine Schaf eben. Da wird die Schere gerade produziert. Die können hier erstmal bleiben. Freigeschaltet, Errungenschaft, Manufacturer, Fabrikateur. Okay. Lass mal kurz sehen. Wir dürften doch noch etwas Wasser übrig haben. Dann füllen wir hier die Wasserreserven wieder auf. Lang genug vorhalten. Hier haben wir noch eine. Ja, also wir dürften ziemlich bald auf dem nächsten Level sein. Wie sieht's denn hier aus? Kochkunst. Wir haben gerade Weizen zum Mehl verarbeitet. Hier können wir noch nicht dran. Hier kommen wir nicht dran. Fortgeschrittener Bau. Ja, es sind die. Fester Rucksack oder Blumenbeete oder Metalltruhen. Müssten wir mal gucken. Was brauchen wir für einen festen Rucksack? Das wäre sowieso gerade nicht so unsinnig. Die Tragkapazität unserer Zwerge ein wenig zu erhöhen. Okay, wir brauchen definitiv mehr Bretter. Holz haben wir. Tonnenweise. Wollen wir uns eine zweite Schreinerei bauen? Könnte eigentlich eine ganz nützliche Sache sein. Brauchen wir einen, ist das ein Holztisch? Den kriegen wir hin. Und jetzt müssen wir sie natürlich wieder suchen.
da. Weil ich denke, wir werden doch noch einige Zeit mit Holzarbeiten verbringen. Dann wäre es vielleicht gar nicht so unsinnig, noch eine einzurichten. So, wir haben noch etwas über eine halbe Stunde für. Schneiden. Yeah. Ja, hier entsteht ein zukünftiger Angelteich, würde ich mal sagen. Wie sieht's hier drüben aus? Alles eingesammelt, das ist schon gut. Wo das dauert. Nicht, dass das tragisch wäre, aber es dauert halt. Bevor das Wasser verdunstet. Wir haben 10 Zwerge und 13 Betten. Das ist schon mal in der Hinsicht gut. Reichlich produziert. Wir haben auch reichlich Sand. Können wir ruhig noch ein paar Steinmauern herstellen. Stahl, wie viel Stahl haben wir? Stahlschwerter erfordern natürlich eine Menge. Und wie viel brauchen wir für den Bogen? Ein Stahl. Das ist schon besser. Aber wir wollten die Seile eigentlich für den Ru für die Rucksäcke benutzen. Okay, aber zwei, denke ich mal, können wir uns erlauben. Schon mal unsere Kampffähigkeiten ein bisschen weiter hochpushen. Weil egal wie wir es drehen, das Leben wird nicht leichter werden. Ja, zumindest haben alle schon mal Rüstungen. Ne, das ist ein Lederhelm, das ist in Ordnung. Schwerter werden gefertigt, Eisenspitzhacken behalten wir erstmal. Können direkt mehr Stahl in Auftrag geben. Wir werden ihn brauchen. Und da ist der Levelaufstieg. Was kriegen wir? Grauer Pilz, Feuerpfeile und einen zusätzlichen Zwerg natürlich. Ein gelernter Smied. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Hat wenigstens eine Holzrüstung und einen Holzhelm. Ja, an der fortgeschrittenen Bewaffnung arbeiten wir gerade. Wir könnten. Wasser, Kohle, Kuchen. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Da ist Mehl. So, dann Eier. Wasser und Kohle. Gut, dann. Brot als simple Alternative. Hauptsache, die Zwerge haben Abwechslung und langweilen sich nicht.
Und ein paar Brötchen machen wir auch noch. Wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Okay, müssen wir wohl auch drauf achten. Was wir eigentlich jetzt mehr brauchen, ist Eisen und Kohle. Nein, nicht fertigen. Ach Quatsch, nicht ausrüsten, sondern Leitern. Ich wusste, wir haben noch welche in Reserve. Dann, das kann auch weg. Hier gibt es eine Menge Kohle. Die werden wir uns auch auf jeden Fall holen. Dann platziere mal bitte hier eine Fackel, hier eine Fackel, hier eine Fackel. Das ist zwar alles ein bisschen unregelmäßig, aber das passt schon. Dann holen wir uns so viel. Oh, ein Schattenwesen. Aber das sollte kein Problem sein. Hier müssten wir eigentlich mehr als genügend Kohle. Hier. Den wecken wir direkt auf und macht die Sache direkt einfacher. Sieht sehr schick aus da oben. Wie sieht es denn ansonsten hier aus? Das ist alles im grünen Bereich. Dann können wir auch direkt mal das Weizenernte einfahren. Das Schaf ist immer noch ein bisschen nackt. Hier haben wir noch nichts. Dieses Schaf wird früher oder später in die Falle laufen. Das ist schon mal gut.
hier, eine Fackel hier. Wir werden auf jeden Fall an beiden Portalen weiterarbeiten. So, fortgeschrittene Kochkunst. Grundlegende Alchemie, das ist das, was ich unbedingt haben wollte. Mana-Elixier, Labor. Ein Labor werden wir als allererstes brauchen. Dafür brauchen wir einen Topf. Einen Topf kriegen wir ganz einfach hin. Ah, nein, das Labor werden wir wahrscheinlich hier finden, genau. Ein Topf. Wasser. Zombie-Hirn. Knochen. Nadeln. Schleim. Das sind viele illustre Zutaten, die wir dafür brauchen. Aber das haben wir alles. So. Und es muss gefertigt werden, aber das setzen wir uns direkt schon mal hier rein. Diese hier können wir, glaube ich, auseinandernehmen. Haben wir für eventuelle andere Dinge noch Töpfe, ja, zumindest einen Topf auf Vorrat. Dann leisten wir uns noch eine Schmiede. Ich denke mal, ja. Ah, das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber den Platz für die zusätzliche Schmiede haben wir auf jeden Fall. Wasser und zweimal Stein. So. Eine zusätzliche Schmiede, die wir nirgendwo unterkriegen, weil leider zu viele. Entferne Wandlampe, sollte das Problem erledigen. So, zuerst natürlich erstmal alles hinten entfernen. Was haben wir hier? Ein Schmiedebuch. Kohle, Wurzeln nehmen wir uns auch mal ein paar mit. Sehr schön. Können wir direkt erweitern. Ihr habt genügend Wege, hört bloß auf zu jammern. Und komm her, eine Fackel direkt mal hier hin. Ja. Wenn das Vieh klug ist, gräbt es sich direkt oben raus, dann können wir uns direkt drum kümmern. Wenn das Vieh blöd ist, was zu erwarten wäre. Dann haben wir halt Pech gehabt. Eine Fackel noch hier hin. Okay, es gräbt sich nach dort hinaus. Der sieht aus, als ob er... So. Da können wir direkt noch ein bisschen Eisenerz mitnehmen. Bisschen mehr Kohle, noch 22 Minuten bis zur nächsten Invasion. Ah,
Eine Fackel hier, eine hier. Und sobald das aufgegraben ist, auch eine hier drüben. Da scheinen wir noch ein ordentliches Stück Vorräte zu haben. Das Labor ist bald fertig, das ist sehr schön. Ja, die Wege nach oben sind natürlich ein bisschen länger, das ist etwas ungünstig, aber haben wir. Okay, haben wir nicht. Müssen wir Wasser hier noch mal reinlegen. Müssen nämlich unseren Wasserstand hier oben auffüllen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen Overkill ist, ob weniger Wasser reichen würde, aber so generell würde ich sagen, reicht das erstmal. Okay, Fackel ist geplant. Hier, Fackel hin. Eisenerz. Könnten hier unten mal ein Portal hinsetzen, um die Wege zu verkürzen. Wir werden uns hiermit wahrscheinlich noch eine Zeit lang beschäftigen. Und ich glaube, wir gehen hier auch direkt noch eine Etage tiefer. Hierbei werden wir etwas vorsichtiger sein. Fackel geplant. Auch schon eine geplant. Irgendwie schaffen wir das hier oben wahrscheinlich zu spawnen, aber da müssen wir mit klarkommen. Okay, wir kriegen hier ein Wasserproblem. Sollt ihr sich lieber erstmal mit den Pflanzen beschäftigen? Aber so generell gesagt funktioniert es. Ah, Mist, da ist nämlich gerade was verdunstet. So viel Weizen werden wir eh nicht brauchen, aber es ist schon mal nicht schlecht, ein bisschen auf Vorrat zu haben. Und der nächste hier rüber. Wie geht's dem Schaf? Ist noch ein bisschen. Ne, jetzt brauchen wir hier nichts mehr, aber hier können wir noch einmal. Bereits geschehen. Fangen wir das mal. Und das Schaf mucksen wir einfach erstmal ab. Wie sieht es hier drüben aus? Oh, die Zeit ist um. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!